In knapp einer Woche beginnen die Paralympischen Spiele in Tokio. Mit dabei sein wird auch Johanna Willin-Rücklin. Sie ist seit einem Snowboard-Unfall im Jahr 2004 querschnittsgelähmt. Danach wurde sie als Rollstuhlbasketballerin aktiv und das sehr erfolgreich. Gold und Silber bei den Paralympics hat sie schon gewonnen und auch in Tokio hat sie einiges vor. 15.30 Uhr Rosenheim, Schichtende am Klinikum für Johanna Willin-Rücklin. Die Arbeit hier gehört zu ihrem Medizinstudium. Um 7 Uhr morgens ging es heute los. Ihr Tag wird aber erst um 23 Uhr zu Ende sein. Jetzt fahre ich erstmal nach Hause zu meinen Jungs. Und später heute Abend fahre ich dann ins Training. Vorbereitung auf die Paralympics. Dort tritt die Rollstuhlbasketballerin mit dem Nationalteam an. Vorher aber noch Zeit verbringen mit den Söhnen. Hey. Familie, Medizinstudium, Rollstuhlbasketball. Die gebürtige Schwedin wird von ihrem Bruder unterstützt und natürlich von Papa. Hey, ne Papa ist in der Arbeit. Auch wenn sie die Familie wegen der Corona-Pandemie nicht nach Tokio mitnehmen kann, die Vorfreude ist groß bei der 37-Jährigen. Mir macht es immer noch unheimlich viel Spaß, Basketball zu spielen. Und ich habe immer noch das Gefühl gehabt, dass es noch ein bisschen was drinnen steckt in mir. Und ich wollte nicht aufhören, bevor ich das rausgefunden habe, ob es wirklich so ist. 20 Uhr Trainingsbeginn beim Heimatverein, den RBB München Iguanas. Die Vorbereitung auf die Paralympischen Spiele war zwar wegen Corona schwierig. Die Mädels haben das aber trotzdem gut gemacht. Und den Umständen entsprechend bin ich mir sehr sicher, dass die dort eine gute Leistung abliefern werden. Kurz nach ihrem Snowboard-Unfall hatte Johanna Willin-Rücklin mit Rollstuhlbasketball angefangen. Eine Leidenschaft, die ihr dieses Jahr schon die dritte paralympische Medaille einbringen könnte. Innen drin bin ich schon jetzt aufgeregt, merke ich. Es läuft bisher nicht so super gut heute, aber vielleicht ist es auch, keine Ahnung, ein gutes Zeichen. Denn wenn die Generalprobe nicht klappt, dann wird die Premiere bekanntlich ein voller Erfolg.